Die aktivsten auf dem Server, diese ARC-Ops, da heißt der Tribe. Ist der Admin Tribe? Nee, das ist nicht Admin. Admin ist jemand anderes, der heißt irgendwie Hamster oder sowas, keine Ahnung. Cookie Monster. Auf jeden Fall, jetzt zocken sie seit zwei Wochen und sind Level 73, ja, und ich habe heute mein Level 81 gemacht, also, ey Leute, ihr macht da irgendwas verkehrt. Benni, welches Level bist du jetzt eigentlich gerade? Kannst du schon Metallstuff bauen? Aber ich hab nichts verkehrt. Ja, ich kann dir nachher mal ein paar Ladungen und Gürtel vorbeifahren. Du kannst einfach ein bisschen Metallzeug craften und kriegst direkt die Katzen paar Level. Ja, das ist auch gar nicht so wichtig hier mit dem Level Max noch. Ich hab hier nichts bestimmtes vor. Ich will nicht ein bisschen leveln. Ich baue einfach die Mittel von mich hin, lock die wieder ein. So ist der Plan. Und es geht ja nicht so ratzfatz. Man muss allein hier zocken bisher. 15 Stunden vielleicht. Ziemlich intensiv. Aber ja, danke. Was auch sehr gut funktioniert, ist Narkotik. Weil ich habe ein Stego. Und hey, du hast innerhalb von, keine Ahnung, 5 Minuten hast du 3000 Narkotikbären, ja. Und dann craftest du halt mal so 500 Narkotik, das sind dann irgendwie 1000 XP und dann hast du halt irgendwie, keine Ahnung. Narkotik geht am besten. Ja, das habe ich bisher auch gemacht. Ich habe auch 3 Stegos hier, ja, die für mich sammeln. Aber, ja, mal gucken. Ist ja nichts los am Server, ich habe eigentlich mehr erwartet. Und als ich dann ein bisschen rumgeflogen bin, mir angeguckt habe, dass hier überhaupt nicht mal einer nur annähernd eine Herausforderung darstellt, ja, muss ich mich auch nicht beeilen. Auf, ja, den, auf den Server, den Klaus und ich jetzt hochgezogen haben, da haben wir Mod installiert, da kannst du einen Alpha-Dödikus machen. Oder tame und Alpha, generell Alphas tame. Wahnsinn. Und ein Alpha-Anklo, wenn du mit dem Alpha-Anklo einmal auf Stein darauf haust, kriegst 500. Und wir haben nicht mal 10. Wir haben mal 3. Oder war das 500 oder ist egal. Also pro Vorkommen irgendwie über 100 Eisen. Ja, und der haut einmal zu, das ist weg, weil der hat 1500 Schaden geskillt. Ist halt ein Alpha. Das ist krank. Nicht schlecht. Alpha Argent haben wir auch. Nennt sich dann Phoenix. Das ist cool. Macht nur keinen Schaden. Du kannst bei Assassin's Creed jetzt übrigens einen auf Spider-Man machen, die von Gebäude zu Gebäude schwingen. Geil. Nee, ist total bescheuert. Ich warte schon, bis die ersten Spider-Man-Skins rauskommen für das Spiel. Von der Modder Group. Müssen wir durch die Straße auf das andere Gebäude. Spider-Man-Regel!
Nicht. Ah. Da sind noch mehr Wachen. Also, ich habe es noch ein bisschen optimiert bei mir. Ich habe irgendwie noch was rausholen können. Ich habe jetzt 40 Frames konstant. Alles auf High, Post-Processing ist auf Epic, Texturen Epic, Sky Quality 50%, Brown Clutter voll, bis auf Motion Blur, Film Grain und Dynamic Resolution. Der NPC, den ich entführen sollte, läuft gerade, sprintet gegen eine Wand. Meine Mission ist es, den einzuholen. Der läuft gegen eine Wand. Wie soll ich den nicht einholen? Die muss ich irgendwie resetten. Die habe ich verkackt. Ach, wie geil, wenn ich hoch in den Himmel fliege, habe ich 55 Frames. Das wird immer geiler. Das habe ich auch. Und mir alles. Hast du eine neue Grafikkarte oder warum freust du dich so? Nee. Überhaupt nicht. Der nächste Patch, der kommt, der gibt nochmal Performance Boost, ne?
Ich hab die gar keine Lenz übertaktet. Ach so. Aber ich hab's nicht fertig gemacht. Hab ich auch schon gemacht, aber bei mir bringt das irgendwie nur 2 Frames oder so. Obwohl, ich kann es ja nochmal jetzt mit der neuen Grafikkarte versuchen. Ist ja eine Gigabyte, ich habe ja extra eine Gigabyte geholt, weil die sich so einfach übertakten lassen. Ja, ey, die sind super, wenn ich mal jederzeit holen. Stopp. Ja, ich komme bei mir von der Geschwindigkeit, also nicht von der Speichergeschwindigkeit. Sondern von der normalen GPU konnte ich sehr viel rausholen. Das waren schon 100 MHz. Und dadurch, dass die passiv immer sowieso die 30%ige Kühlung hat und erst anspringt, wenn es wirklich turbomäßig ist, kannst du da noch sehr viel rausholen. Also meine läuft konstant mit maximal 69 Grad, also da habe ich auf jeden Fall Übertaktungspotenzial. Ja, eben. Und dann mit Halbplatte komplett Rückseite und so Geschichten. Ja. Ich meine, ich habe keine 4K-Karte, dann muss ich ja was machen. 4K braucht man nicht. Also ich brauch's nicht. Also für Arc ist es definitiv von Schwachsinn. Von Priorität ist es Schwachsinn. Du erzielst mehr mit einer 4K-Karte wie erstens mit einer 2er und mehr als CPU-Upgrade. Nee, ich rede nicht von der Grafikkarte mit 4K, ich rede von dem Monitor. Nee, ich meine Speicher auf der Grafikkarte, von dem rede ich gerade. Was ich gerne noch hätte, ist dieses Sync, dieses FreeSync von AMD. Okay, kann also dann schnellere Umsetzung auf Monitor und Bild. Das bringt was. Also bei Shootern. Ja, ich rede jetzt nur von Shootern. Das konnte ich auch schon mal, dadurch, dass ich mal einen Kundenmonitor hatte mit Nvidia Sync, also N-Sync heißt das ja. Da merkst du es. Minimal aber. Aber du merkst es. Ja, wie gesagt, CPU halt auch um 800 MHz, sonst wäre das jetzt auch nicht mehr gut. Irgendwie Kombo macht das halt jetzt nicht aus. Aber das habe ich jetzt ein paar Wochen mir gefragt, dass das Smash das angenommen. Ich habe gestern auch immer komplett auf die Vorgänger-Shader 610 umgestellt und alles, aber hey, bei allem Respekt, selbst wenn du da alles auf hoch knallst, das sieht immer noch so unrealistisch aus, dass es... Nee, echt nicht, weil ich bei allem Respekt, aber das kannst du nicht bringen bei so einem tollen Spiel. Also bringen schon, aber ich fände es einfach mal schade. Wenn es halt anders nicht geht und wenn es unbedingt zocken will, dann ja. Aber so.